Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Heute starten wir eine neue Reihe und zwar richtet sie sich an Einsteiger in der Astronomie. Viele unserer Themen sind ja schon ein bisschen hochspezialisiert mittlerweile und deshalb dachten wir, wir müssen auch mal versuchen, ein paar Leute hier wieder mitzunehmen, einen Einstieg auch mal zu ermöglichen. Ich bin selber schon sehr neugierig, wie das jetzt ankommt. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt. Der Elmar hat in Rosenheim, also Elmar Junker, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften eine Vorlesung im Rahmen des Studium Generales gehalten, eine Einsteigervorlesung Astronomie. Und nachdem das online stattfinden musste, dachten wir, machen wir aus der Not eine Tugend und zeichnen das gleich mit auf, schneiden das und bereiten das auf für Sie und wünsche Ihnen einfach mal viel Vergnügen. Heute habe ich mit Ihnen vor eine Einleitung, was wir so machen, Erwartungen, Ziele, was ich so geplant habe. Nach einer Einführung machen wir ein bisschen Orientierung am Himmel, wie man beobachten kann und dann, welche Erkenntnisse die Astronomen gewinnen, indem die Gestirne sich am Himmel bewegen und welche Erkenntnisse man aus dem Licht gewinnt und dann, was man alles so weiß astronomisch. Himmelsbeobachtung erstmal mit bloßem Auge, so wie die Altvorderen. Ne? Was sehen wir denn? Tag und Nacht. Sonne, Mond, Planeten, alles dreht sich scheinbar um die Erde. So haben die Altvorderen das gesehen und so nehmen wir es ja auch wahr. Die Planeten drehen sich um die Erde, die Sterne, die Sternbilder drehen sich um die Erde. Wenn Sie sich jetzt da nach draußen gehen und warten ein bisschen, merken Sie, wie die Sterne sich bewegen. Liegt natürlich an der Erddrehung, aber das ist nicht unbedingt logisch erstmal. Und daher kam auch das historische Weltbild, die Erde ist im Zentrum, alles dreht sich um die Erde. Das wurde dann noch von der katholischen Kirche gefördert, Mensch, Krone der Schöpfung, im Zentrum der Welt, passt super zusammen. Und das hat ja dann auch später ein bisschen Stress gegeben. Ja, was sehen wir noch mit bloßem Auge? Wir sehen, dass die Sternbilder, die bewegen sich zwar scheinbar, aber sie sind fix zueinander. Na, im Menschenleben sehen Sternbilder immer gleich aus. Der große Wagen sieht aus wie ein großen Wagen. Das war schon so für ihr Opa und Oma und das wird auch für ihre Enkel so sein. Und die gehen auf und unter. Dann ist interessant, Sonne, Mond und auch die Planeten laufen ungefähr auf der gleichen Linie am Himmel. Also die gehen mehr oder weniger im Osten auf. Der Nordhalbkugel gehen sie dann im Süden steigen sie hoch und im Westen gehen sie runter. Auch wenn man jetzt die Venus schon weit im Westen fast am Untergehen sieht, das ist immer auf der gleichen Linie, wo die laufen. Und Sonne, Mond und Planeten laufen auf einer Linie, wo bestimmte Sternbilder stehen. Und das sind diese Tierkreissternbilder, die manche auch aus der Zeitung kennen. Ja, mit denen kann man scheinbar auch herausfinden, wie es einem nächste Woche geht. Basis der Horoskope, da gibt es ja eine Verbindung zur Astrologie. Diese Ost-West-Bewegung von Sonne und Mond, manchmal geht die Sonne genau im Osten, genau im Westen unter, aber auch nicht immer. Ne? Und die Planeten, die bewegen sich zwischen diesen Fixsternen. Deswegen sagt man zu Planeten auch Wandelsterne, oder hat man früher gesagt, weil das Wort Planet kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich Wanderer. Der Planet wandert zwischen den Fixsternen rum. Der hat nicht immer dieselbe Position. Deswegen braucht man auch das Jahrbuch oder die App, weil das kann man auf der festen Karte nicht einzeichnen. Das werden wir uns auch noch genauer angucken. Und dann machen die Planeten manchmal noch Spaß, da kommen wir auch noch dazu. Aber die Planeten wandern im Laufe der Zeit meistens nach Osten. Was kann man noch mit bloßem Auge sehen? Man kann Nebel und Sternhaufen sehen. Es gibt den sogenannten Andromeda-Nebel. Das ist eine Galaxie, ein verwaschenes Fleckchen am Herbsthimmel, wo man das entfernteste Objekt mit bloßem Auge wahrnehmen kann, wenn man einen dunklen Himmel hat. Das geht sogar auf der Sternwarte in Rosenheim in der Stadt. Wenn es dunkel ist und der steht ziemlich hoch, kann man den sehen. Also muss man nicht in die Pampa raus, wo es richtig dunkel ist. Orionnebel, den sieht man auch nach zwei Maß Bier noch in der Stadt. Also das ist unheimlich hell. Das ist also gar kein Problem. Und Haunchi in Perseus, die Plejaden, die Hyaden, die Präsepe, verschiedene Sternhaufen, die man auch mit bloßem Auge gut sehen kann. Zum Teil muss man wissen, wo man hinguckt. Das will man dann alles noch lernen. Und dann natürlich die Milchstraße. Es ist wirklich ein beeindruckendes Band am Himmel. Und ich empfehle Ihnen im Sommer, Juli, August, rauszugehen, wenn kein Mond ist. Und es ist wirklich gigantisch, auch in unseren Breiten. Es ist unglaublich toll, die Milchstraße zu sehen, auch in unseren Breiten. Und wenn Sie es Mitte August machen, in der Zeit, wo noch die vielen Sternschnuppen sind, dann verspreche ich Ihnen auch noch ganz viele Sternschnuppen. Da gehen noch ganz viele Wünsche in Erfüllung. Toll, ich hatte das Vergnügen, was ja auf einer Tagung in den USA, in der Zeit, wo kein Mond war, und bin da in die Wüste rausgefahren und bin da auf dem Parkplatz,
habe das Licht ausgeschaltet vom Auto. Und da ist man eigentlich noch geblendet von den Scheinwerfern. Die Augen brauchen ja so 10 Minuten, bis sie sich adaptiert haben. Und ich bin fast umgefallen, als ich aus dem Auto raus bin, wie hell die Milchstraße war. Die hat fast einen Schatten geworfen, so gefühlsmäßig. Also das ist dann natürlich nochmal eine andere Liga. Aber auch bei uns ist die Milchstraße toll. Warum haben wir die Milchstraße? Die Milchstraße ist ja im Prinzip wie so ein Band am Himmel. Das ist hier angedeutet. Hier sind ganz viele Sterne. Da unten sind wenige, da oben sind wenige. Es ist nicht weiter aufgenommen. Noch weiter oben sind auch wenige. Aber da in der Mitte sind halt viele. Und wie kommt das? Wenn Sie sich einen großen Teller vorstellen und in diesen Teller kippen sie ganz viele Reiskörner, meinetwegen so 2 Zentimeter hoch. Dann ist unsere Sonne eins dieser Reiskörner, natürlich nicht in der Mitte, irgendwo eins von denen. Und wir umkreisen dieses eine Reiskorn auf unserem kleinen blauen Planeten und beobachten den Himmel. Und dann ist es natürlich so, wenn wir nach oben und unten schauen, sind ja nur wenige Reiskörner über und unter uns. Das ist hier, wo man wenige Sterne sieht. Aber wenn wir von unserer Position in Richtung der Tellerachse schauen, dann sind ja extrem viele Reiskörner. Und das ist dieses Band, was man sieht. Dass man, wenn man mitten in diesem Teller ist, immer in der Richtung des Tellers, da sieht man viele Reiskörner. Und jetzt ist es auch noch so, dass, wenn ich das mal, jetzt nehme ich hier mal mein Handy als Teller, wenn Sie so wollen, wir sind ja nicht in der Mitte, wir sind ja ein bisschen außerhalb der Mitte. Und dann ist es klar, wenn ich von hier in die lange Richtung gucke, sehe ich sehr viele Reiskörner. Das ist die Sommermilchstraße, die ist viel cooler. Oder wenn ich von hier nach außen gucke, sehe ich schon ein paar mehr, aber auch nur wenige. Das ist die Wintermilchstraße, die ist nicht so beeindruckend. Deswegen ist die Sommermilchstraße das, was bei uns auf der Nordhalbkugel das Coolere ist. Ja, und ich habe es schon angedeutet, Sternschnuppen. Was ist denn eine Sternschnuppe? Eine Sternschnuppe, kann ich Ihnen verraten, hat typischerweise die Größe eines Stecknadelkopfes. Das ist winzig klein. Und was wir sehen, ist nicht das Verglühen des Asteroiden, dieses Teilchens, sondern es ist die Leuchtspur in der Atmosphäre. Es ist klar, das Ding ist 80 Kilometer weg. Ein Stecknadelkopf auf 80 Kilometer kann kein Mensch sehen. Sondern dieses Teil fliegt durch die Luft, bringt die Luft zum Leuchten. Die Physiker sagen, die Luft wird ionisiert. Und wir sehen die Leuchtspuren der Luft. Und das ist typischerweise ein Stecknadelkopf. Und ich habe in meinem Leben schon zweimal eine gesehen. Die waren dann so Brocken, so 5 Kilo Brocken. Die sind dann so hell wie der Vollmond. Also die sind gar nicht so groß. Und wenn die ein bisschen größer werden, also so in die zig Gramm-Klasse oder Kilo-Klasse, nennen sich Feuerkugeln. Und die kommen manchmal häufiger vor. Dazu auch später mehr. Kometen kann man sehen. Es gibt Sterne mit Helligkeitsschwankungen. Nicht nur die Betelgeuse, auch der Allgäu, der Teufelsstern, der regelmäßig seine Helligkeiten ändert. Es gibt Finsternisse und es gibt natürlich auch Satelliten. Und 50 Jahre Mondlandung haben wir gerade hinter uns und dann 60 Jahre Menschen im Weltall. Also da ist immer was los, sag ich mal. Dann gibt es neue Sterne, die man Novae nennt, also scheinbar neue Sterne. Heute wissen wir, dass sie nicht neu sind, sondern dass es da vorher schon einen anderen Stern gab, der nur viel lichtschwächer war. Aber Sterne, die plötzlich zigtausend, millionenfach heller werden, Novae und Supernovae. Und zwar sind das die berühmt-berüchtigten Starlink-Satelliten von Elon Musk, der da schon ein paar hundert hochgeschossen hat. Sein Ziel ist, das sollen mal 20.000 werden. Und das Ziel von diesem Projekt ist, flächendeckendes Internet auf diesem Globus ohne GSM, sondern vom Satelliten aus. Und es gibt schon 2 andere Firmen, die das auch machen, sodass wir insgesamt wahrscheinlich über 40.000 Satelliten kommen, wenn nicht die UNO irgendwann das stoppt. Das ist gerade nicht lustig. Ich bin nicht... I'm not amused, würde die Königin sagen. Gut, gut, dass Sie fragen. Das ist das Ziel, all diese Erkenntnisse hier mit dem bloßen Auge, dass wir das mit Teleskopen erforschen. Und seit 400 Jahren gibt es Kleinteleskope, seit gut 100 Jahren gibt es Großteleskope und seit 30 Jahren gibt es Weltraumteleskope. Da haben wir natürlich viele neue Erkenntnisse. Galilei hat dann plötzlich auch gesehen, dass der Jupiter Monde hat. Er hat Wolken auf dem Jupiter gesehen. Man kann auf den die Saturnringe sehen, man kann Oberflächendetails auf dem Mars sehen. Man sieht, dass viele Sterne eigentlich Doppel- oder Mehrfachsterne sind. Und man sieht, dass die Milchstraße nicht verschüttete Milch ist, sondern aus vielen Sternen besteht. Meine Reiskörner in den Modellfolien. Übrigens, das Wort Galaxis und Milchstraße ist ja synonym.
Und Galaxis kommt von Griechisch Gala, Gala Milch, weil die Göttin Hera hat ihre Zwillinge gesäugt und da hat die Milch gespritzt. Und die ist dann an den Himmel gegangen und da geblieben. Das ist das Bild in der Mythologie. Und also Milchstraße, Galaxis, hängt auch so wortmäßig zusammen. Klar, mit bloßem Auge sieht das nur so wie so ein milchiger Nebel aus. Kann man das nicht auflösen in die Einzelsterne. Da braucht man ein gescheites Fernrohrschutz. Aber es gibt auch Nebel, wie der Orionnebel, den ich vorhin erwähnt habe, mit den zwei Maß Bier. Das ist wirklich Gas, was leuchtet. Das sind keine Sterne. Das ist leuchtender Wasserstoff im Weltall. Ja, man kann mit den Teleskopen messen, wie sich die Gestirne, die Positionen genauer ändern. Und das ist natürlich die Motivation, dort mit Raumsonden hinzugehen. Und das ging natürlich dann los, erst mit Erdsonden, aber dann ist man zum Mond geflogen. Erst ohne, dann mit Astronauten. Dann haben wir die ganzen Raumstationen gehabt. Die Voyager-Sonden sind durchs Sonnensystem geflogen. Es gibt die ganzen Satelliten, die hier die Sonne beobachten. Dann gibt es auch eine lange Liste mit Raumschiffen beim Mars. Galileo war beim Jupiter. Cassini und Huygens waren beim Saturn. Deep Impact, Rosetta und Philae haben Kometen und Asteroiden untersucht. New Horizons war beim Pluto und die Liste ist beliebig lang. Und ich werde Ihnen davon natürlich auch Beispiele zeigen, was die alles so rausgefunden haben. Ja, Bedeutung der Astronomie. Astronomie, da ist so, sind so Sinnfragen auch dahinter. Erfunden wurde die Astronomie, wenn Sie wollen, von unseren Altvorderen, die auch nur neugierig waren. Was sind denn die Punkte? Und irgendwann ist man drauf gekommen, damit kann man Kalender machen. Ah, immer wenn der Sirius am Morgenhimmel aufgeht, dann kommt bald die Nilschwemme. Ja, da muss man ja einen hinsetzen, der immer guckt, wann der aufgeht, weil dann weiß ich, wann ich meine Felder bestellen muss. Dann hat das auf einmal einen praktischen Nutzen gekriegt. Hier im 17. Jahrhundert, die Weltumsegler haben die Astronomie gebraucht, um den Längengrad zu bestimmen, damit sie wussten, wo sie waren. Das ist halt die älteste Grundlagenwissenschaft und die Neugier und das Wissen, was da draußen ist, das begeistert uns halt. Ich meine, also einfach hier so ein bisschen verstehen, was da draußen vorgeht. Aber wir haben eine naturwissenschaftliche Methode des Erkenntnisgewinns. Also wir gehen da mittlerweile nicht mehr dran, wie die Altvorderen, so von der Astrologiefrage her, sondern mehr von der Naturwissenschaft. Philosophie spielt eine Rolle. Ja, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Ursprung des Kosmos, Ursprung des Lebens. Da ist also viel solche Themen auch dahinter. Ja, was sollen diese Punkte? Wie kann man das rausfinden? Und ich sage Ihnen eins, mich begeistert bei der Astronomie unter anderem auch, dass wir das alles rausfinden können, ohne hinzufahren. Die Temperatur von irgendwas messen, was zig Milliarden Kilometer weg ist, das hat doch einen Pfiff. Und die Entfernung zu einem Objekt messen, was so weit weg ist, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, ohne hinzufahren und Metermaß auszulegen. Dass das geht, das zeigt auch so, was wir Menschen mittlerweile für Möglichkeiten geschaffen haben. Und das ist eine Sache, die mich da durchaus fasziniert. Klar, die Astronomie kommt auch aus der Astrologie. Astrologie und der Glaube und die Sternbilder und den Sternbildern lesen und dieser mythologische Aspekt, der heute noch mit einer Faszination garantiert da ist, das spielt alles eine Rolle. Aber man muss heute ganz klar sagen, Astronomie hat ein N wie Naturwissenschaft und Astrologie hat ein L wie Glaube. Oder wie letztens mal einer gesagt hat, ein L wie Lüge. Weil man kann mit den Sternen nicht die Zukunft vorhersagen. Es gibt viele metaphysikalische Sachen, die wir nicht verstehen, die wir noch nicht verstehen. Es gibt Sachen, die bizarr sind. Aber da gehört die Astrologie nicht dazu. Weil dafür verstehe ich zu viel davon, um zu sagen, das ist ein Schmarrn. Aber wenn jemand mit der Astrologie an die Astrologie glaubt und zum Astrologen geht, weil der ihm helfen kann, dann ist das aber mehr so Lebenshilfe. Dann hat das was mehr mit Psychologie zu tun. Und im Sinne der Lebenshilfe ist Astrologie, finde ich, das cool. Egal, wie die Leute sich Hilfe holen, ist mir egal. Hauptsache, sie haben die Hilfe, die sie brauchen. Ja? Einige von Ihnen studieren ja Psychologie. Ein abendfüllendes Thema. Es gibt ein großes öffentliches Interesse. Es gibt die Amateurastronomen, die ein großer Multiplikator sind. Und sie gucken, wie viel populärwissenschaftliche Literatur es gibt, wie viele Fernrohre jedes Jahr verkauft werden. Das ist einfach Wahnsinn, was das für ein Markt ist. Wissenschaftlich ist es so, ist die Bedeutung in der Grundlagenforschung, weil in der Astronomie spielt eigentlich die gesamte moderne Physik eine Rolle. Das war für mich als Jugendlicher, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung. Hausnummer 16. Habe ich mir damals das Buch gekauft von Steven Weinberg, Die ersten drei Minuten. Das war so der Klassiker damals, Die ersten drei Minuten des Universums, populärwissenschaftlich zusammengefasst. Und ich war neugierig, was schreibt er über die ersten drei Minuten des Universums? Ja, und die erste Hälfte des Buchs war dann, ja, Schock ist das falsche Wort, war eine Überraschung.
weil der hat da Kernphysik gemacht, Elementarteilchenphysik, und hat das gut erklärt, populärwissenschaftlich erklärt. Aber all das braucht man, um die ersten 3 Minuten des Universums zu verstehen. Und da hängt also ganz viel moderne Physik drin, wo auch ganz viele Nobelpreise die letzten Jahrzehnte vergeben worden sind für diese Grundlagenbeiträge. Ne? Higgs-Teilchen, Neutrino, jetzt vor 2 Jahren die Gravitationswellen. Also das ist ein großes, großes Thema. Technisch ist natürlich der Nutzen hält sich in Grenzen. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt technisch der Bringer. Wobei man aber sagen muss, Grundlagenforschung ist generell wichtig, wenn Sie jetzt mal sich anschauen, Relativitätstheorie, Quantentheorie, war 1918, als Einstein, Bohr, Heisenberg all das entwickelt haben, das war die reinste, hochakademische, theoretische Physik. Da gab es auf dem ganzen Planeten keine 50 Leute, die kapiert haben, was da gelaufen ist. Heute machen wir ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes mit Quantentheorie. Wenn Sie das vor 100 Jahren einem erzählt hätten, die hätten Ihnen einen Vogel gezeigt. Also deswegen ist Grundlagenforschung durchaus wichtig. Astronomie hat sicher einen Push gemacht an vielen Stellen. Ein Beispiel ist die CCD-Kamera. Jeder von Ihnen hat mehrere CCD-Kameras in den Handys und Fotoapparaten, die sie haben. Das haben die Astronomen in den 80er Jahren entwickelt. Aber wie immer bei neuer Technologie ist immer Missbrauchsgefahr da. Wenn man weiß, wie die Sterne ihre Energie machen, dann kann man halt auch Wasserstoffbomben bauen, und das wird ja leider auch gemacht. Also Wissenschaftler haben auch immer eine Verantwortung. Und die Kosten halten sich eigentlich in Grenzen. So ein Hubble-Weltraumteleskop, das kostet halt ein paar Milliarden Dollar, aber das wird dann über 20 Jahre umgelegt. Auch sonst, man braucht ab und zu mal einen neuen Computer, das kennen Sie auch, ne? Die kosten in der Astronomie halt ein bisschen mehr. Aber wenn Sie die Zahlen sehen im Vergleich zu anderen Zahlen, sind das eigentlich Peanuts. Auch hier diese großen europäischen Teleskope in Chile, die kosten so 1 Milliarde, aber die werden dann auf 20 Nationen über 10 Jahre umgelegt, und dann kann man das aus der Portokasse zahlen. Es gibt ungefähr 5000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit Astronomie ihr Geld verdienen. Ökologische Belastung ist sehr gering, und im ganzen Gegenteil, Astronomen haben oft ähnliche Ziele wie andere Leute, die sich ökologisch engagieren.